Wenn überhaupt in iranischen Kreisen diskutiert wird über atomare Waffen, dann nur in dem Zusammenhang, dass das Recht eingefordert wird, wenn um uns herum Pakistan, Indien, Israel und andere Länder nicht um uns herum atomare Waffen haben, warum haben wir als autonomer, eigenständiger Staat, Sie haben eben auf die Geschichte Israels hingewiesen, also, auch der Iran hat eine Geschichte, ja, nämlich die permanent Einfluss aus dem Ausland wird ausgeübt auf den Iran. Die Regierung ist gestürzt, die einzige demokratische Regierung im Iran ist 1953 gestürzt worden durch Ausländer. Und so, das ist der einzige Grund, ich will nur diesen Satz zu Ende bringen, der einzige Grund, warum die iranische Bevölkerung sagt, wir haben ein Recht darauf, atomare Waffen zu besitzen, aber ein Interesse, atomare Waffen zu besitzen, hat die Mehrheit der iranischen Bevölkerung nicht. Wir reden dann auch bestimmt noch über die neuen Machtverhältnisse im arabischen Raum, warum sich der Iran gegebenenfalls bedroht fühlt oder die iranische Regierung sich bedroht fühlt und von wem eigentlich. Ich möchte trotzdem noch mal in dieser Runde den Versuch starten, für eine Sekunde bei Günter Grass und diesem Gedicht zu bleiben und zunächst bei der Dichtung zu bleiben, ehe wir dann zur Realpolitik marschieren. Und frage noch mal Michel Friedmann, warum hat Günter Grass noch dazu nicht im Gedicht, aber anschließend den Eindruck formuliert, hier gäbe es gleichgeschaltete Meinungen? Auch dieses Wort muss man ernst nehmen, auch wenn Frau Augstein sich auswählt, welche Worte sie ernst nehmen möchte. Dieses Wort kommt aus der Nazi-Terminologie. Und da muss man sich erneut die Frage stellen, was heißt, die Medien sind gleichgeschaltet? Wer hat die Macht, das zu tun?